Du machst die nächste. Okay. Warte mal kurz, Flurmanagement. Ich muss kurz gucken, ob ich machen kann. LKW mit Fahrermanagement. Ich verfolge den Forscher in der Garage. Ich tue jetzt mal speichern und dann. Ich mich auch gemacht. So. Tue ich auf jeden Fall mal hier Pause machen. Ich mache mal das Mikro aus, bin gleich wieder da. So, mal gucken, ob wir hier so machen können. Ist es bin mir? Komm, ach, na, so. So. Da haben wir noch nicht, da mag kein Fahrer drin, ne? Ja. Schlaf jetzt umher, okay. Ah ja, okay. Ah ja, okay, jetzt muss man so machen, gut. Alles klar. Kann man zurückzahlen? Ich bin auch gerade am Gucken. Nee. Machen wir erstmal nicht hier von Kredit 1, aber wir haben ein bisschen Kohle, haben wir ja. Ja, so. Ich habe schon 8200. Was sagt denn hier der Zustand? 18.000, da geht's. Also 18.000 haben wir hier, aber ich dann so. Wollen wir wieder Frachtmarkt kicken, ja, mal. Ja, du musst. Guck mal, aber nach dem LKW, du musst den bestimmt reparieren. Achso, wo machen wir das denn? Macht das automatisch? Weil der kostet irgendwie automatisch abgezogen. Nee, guck mal bei Zustand. Ach, Zustand, ne? Bei Zustand ist er genau. Okay. Oh. LKW-Schaden umgegende Wertstand aufsuchen. Oh. Gesamtpreis 8.993 Euro. Kann ich hier irgendwas einfach so Step-by-Step machen irgendwie? Ja, du kannst da nur ein bisschen was. Ich kann ja nicht machen, geht ja nicht. Hier bin ich in der Werkstatt, oder? Nee, du musst in die Werkstatt fahren. Ach, du musst denn dort vor Ort in die Werkstatt fahren, oder was, ja? Ja, du musst jetzt in die Werkstatt fahren und dann kannst. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Hier mal die Karte irgendwie? In Weltkarte? Immer noch in Berlin, ja, sind Berlin, okay. Dann mal gucken, wo ich da eine Werkstatt finde, ne? Ach du Scheiße, ey. Dann geht also auf freie Fahrt oder was, ne? Ja, genau, auf Fahren einfach. Okay, ich komm nicht wieder zurück dann. Das ist ja, wurde auch mal Tag irgendwann? Ja, irgendwann wird bestimmt Tag. Ja, irgendwie fahren wir mal nachts. Hier gibt es einen Auftrag Berlin, den nehme ich glaube ich mal. Kann ich den auch mal da gehen? Warte mal, das gehen wir hoch. Gucken. Oh Gott, die speichert. Ich kann auch Berlin mitnehmen. Was haben wir denn hier? So. Ich habe hier leider kein Berlin, das ist doof. Warte mal, wo muss ich denn hier raus? Hier geht's raus. Achso, vielleicht kann ich. Weil das wäre nicht schlecht, dann kann ich vielleicht mehr. Uff. Du bist hier auf Angebot gewesen, ne? Fachmarkt oder was? Ja, und da gab's Berlin. Für 600. Hast du wieder Versandort, ne? Erfurt, Berlin, Hamburg, Berlin, Kiel, Berlin, Leipzig. Oh, Kacke, voll über die. Voll über die. Oh! Eieiei, schon ein bisschen rutschig. Berlin kann man da mitnehmen für 600 Euro. Nee, klar nicht, nee. Ich hab auch nur Leipzig und solche Sachen drin hier. Jawohl, 100 in der Stadt. Ja, guck gerade, wie gesagt, haben wir nicht die Werkstatt suchen. Dachte ich mir so, Oh, Kacke. Schaden 1%, bin voll an die Lampe hingeheizt. Na, jetzt ist erstmal nicht drin. Okay, dann kann ich erstmal weiterfahren. So, dann geh ich erstmal raus. Und. Da ist der Tomcat, da bist du ja. Also da bist du ja, ne? Grüß Gott. Ja. Ja. Doch schön. Ihr kannst durchfahren. Berlin, Erbsen. Erbsen, 21 Tonnen Erbsen. So, wo gibt's denn hier eine Werkstatt? Wo kann ich denn sowas sehen? Da muss er ja durch Berlin fahren, wir schauen hier mal, oder was? Ja. Da. Ich hab schon. Boah, die Lenkung ist echt ganz schön langsam.
wenn der leer ist, geht der richtig ab, der Wagen, Alter. Ja, ja. Was? Niedriger Luftdruck? Oh. Bei mir ist richtig ein doller Schaden, den ich hier verursacht habe, ey, scheiße. Ich kann ein bisschen vorsichtiger fahren, ey. Ich muss warten, bis mein Luftdruck wieder aufgebaut ist. Oh, was ist denn das hier? Schneeverwehung. Oh nein, schon wieder gegen, nicht wieder gegen Spur. Dem steht schon wieder Strafe zahlen. Ey, das ist hier. Krass. Ja, komm. Und der fährt jetzt, wenn ich komme, bestimmt an und ist die Werkstatt noch geschlossen. Weil es ist erst keine Ahnung, wie spät. Komm, brauchen wir hier ein bisschen Luftdruck auf. Ist ja schlimm. Ich komme nicht mehr von der Stelle. Mein Luftdruck ist zu gering. Wollen dich abschleppen oder was? Nee, nee, ich muss einfach nur warten. Ach, scheiße, das bin ich. Ich bin in der Sache zu früh abgebogen. Ist das ein Busbahnhof? Yep. So. Ach, jetzt komm, ey, jetzt lass mich fahren. Du hast die Handbremse angezogen, ey, jetzt ist die Handbremse angezogen. Hier ist ein Russe. Ja, ja. Crazy Wolf. Ach, jetzt hör auf, ey, jetzt mach ich den Motor aus, kannst du mich mal. Komm, Crazy Wolf, haben wir bitte jetzt nicht auch noch in hier? Der andere Russe schon, die macht ja. Ja. Ja, toll, jetzt stehe ich hier und kann den Auftrag nicht annehmen. So, Wartungsarbeiten, naja, hier wird repariert. 9000 so, ja. Ey, scheiße. Karre ist wieder topfit. In neutral schalten. Wie schaltet man dann? Schalten wir mal so in neutral, so. Ja, wir machen immer okay. So. Wir wollen erstmal kein Geld ausgeben, wir haben noch ein paar Kredite abzuzahlen. Ja, was ist denn jetzt hier, ey? Meine Güte. So. Jetzt können wir Aufträge angucken. Ja, ich stehe jetzt halt echt hier, gell, und kann nichts machen. Wie lange dauert das mit dem Aufladen? Ja, keine Ahnung. Soll ich noch warten? Ich komme erstmal zurück zu dir. Ich habe nämlich ein interessantes Ding hier. Wenn wir Berlin-Erfurt fahren, Düngemittel. Ja, das gut, ist nicht der beste. Ja, warte mal, oder Berlin-Kiel könnten wir auch wieder mal Vorrats. Tanks. Ich mach einfach kann man Simulation, Druckluftsystem, mach mal einfach mal aus. Dann müsste ich mit an, so teig halt an. So teig alles aus, meine ich. Ja, ich hab das an, ja. Du bist ja so ein richtiger Realist. War dein Traumberuf mal neben der Computerschiene Berufskraftfahrer? Nö, aber ich finde, wenn ich so eine Simulation fahre, dann. Ich hab darüber noch nie nachgedacht, muss ich einfach mal ehrlich gestehen. So, das kann man aber besser machen hier, Mensch. Ah, falsche Richtung. Du hast zwei Zuschauer. So. Hab ich? Ja, ist ja, doch gut. Ich weiß nicht, wie viel ich habe, ja. Der Weg dann eigentlich. Ich hoffe, denen gefällt's auch, was ich hier so fabriziere. Genau so, ja. So, dann kommen wir zurück nach Berlin. Warte mal, ich bin in Berlin. Mach mal aus bei mir. Ich sehe bei mir nicht, ob ich jetzt so guckt. So, ich fahre jetzt hier einfach raus, ohne zu gucken, ob was kommt. Machst du quasi weg. So. So. Okay, ja, für wo bist du? Na, ich bist du noch in Berlin, oder? Ja, ja, ich komme gerade wieder in die Stadt rein. Ah, für 600 Euro kann man das schon machen. Jo, gut, dann warte ich hier. Also, wir hatten ja so mehrere Angebote. Wir könnten von Berlin nach Kiel wieder düsen. Oder 8000, also wenn du nicht kriegst, wir sind nicht Vorratstank werden. Also Berlin-Kiel auf jeden Fall. Oder halt Berlin-Hamburg oder Berlin-Erfurt. Weißt du mal rein? Nee. Okay.
So, wo sieht man dich denn hier am besten? Wo kannst du hier fahren? Ja, fahr halt weg da, du Affe. Ja, ich mach ja schon, Mann. Na, du nicht. Oh, der steht so dumm im Weg hier. Ey, mitten in der Einfahrt muss man sich am besten hinstellen. Ja, wir können im Real Life auch so machen. Und dann halt auch noch genau da, wo die, wo noch keine No-Kollisions-Area ist. Ja. So. Belgier ist auch hier, pennt hier gerade. So muss ich eigentlich auch mal ins Bett. Nee, Tanker ich auch noch. So muss. Man, ich würde gerne, dass man dich sieht irgendwie. Dass man nicht irgendwie. Sollten wir vielleicht machen, dass man sich irgendwie richtig. Wie sieht? Wie meinst du? Dass man so ein Team sich einladen kann, wo man sich doch wiederfindet, wisst ihr? Großartig. Weil so, wir nicht. Weiß ja nicht, ob das geht. Der wird noch viel hier im Multiplayer. So. Dann wollen wir mal gucken, ob man denn. Guck mal, wir haben keinen. Der Hupner. Steht da? Hupst du gerade oder was? Ne, ich fahr rückwärts. Ja, irgendwas hupt jetzt gerade bei mir ist oder so. Na, ich weiß nicht, wenn du in meiner Nähe bist, dann kann es schon sein, dass ich richtig bin. Ach, guck mal, Abschleppdienst kannst du auch rufen. F1 ist seit Spielen jedes nur der Modi. Das geht, glaube ich, mit der iPad. Ja, ich weiß ja nicht, wo du bist, das Podium halt. Ich bin da, wo du eben. Achso, ja, da bin ich ja gerade weggefahren. Ja, deswegen, dachte ich mir schon. Das ist ein bisschen doof, dann sollten sie mit den Kumpels dazu schon mal so machen, dass man die dann irgendwie, ne, mit einladen kann, irgendwie. Du kannst auch, wenn du Tab drückst, dann siehst du, wer in deiner Nähe ist. Eigentlich? Und wie weit der weg ist. Warum? Perfekt, habe ich eingebaut, ey. Meine Fresse. Da bist du ja. 76 Millisekunden bist du entfernt. Nee, das ist der Ping. Oh, ich habe 1% Schaden. Ja, weil ich da gegen den Pfosten gefahren bin. Nicht losfahren. Ja, du bist. Achso, da steht lokal. Da steht nur. So, das ist ein Server, bist du drauf. Und ist die Frage, wie. Oh, man sieht dich nicht weiter. Also zeigt er mir nicht an. Ich sehe nur, dass du hier bist. Achso, da stand auch mal die Entfernung. Ich dachte, gesagt, weil Millisekunden ist das, also das ist ein ordentlicher Ping hier. Ist in der drin mit einem 214er Ping, das ist ja klasse. Der ruckt dann nur so hin und her, oder? Bei mir ruckt es ja auch ganz ordentlich, aber. Berlin, ja, Hannover könnte ich ein Bagger. Bagger! Warte mal, ich geh mal hochgucken hier. Ein Bagger, also Leute, ich geh mal auf die Auftragsangebot. Berlin, Hannover, sagt er. Kannst du uns vielleicht irgendwie treffen? Ich hab hier Berlin, Hannover? Hast du Versandort gemacht oder was hast du gemacht? Ja. Gleich in der ersten Seite oder ganz hinten? Nee, gleich erste Seite. Zweiter. Ja, das ist, weil du wahrscheinlich schon andere Talente da ausgebildet hast. Hab ich nicht? Gar nicht. Ich hab nur. Ah, doch, stimmt. Hast du andere Aufträge? Ja. Doof irgendwie. Ich hab jetzt noch Berlin-Kiel hier anzubieten. Warte mal, Berlin-Kiel? Nee, ich könnte noch Berlin-Poznan. Das ist in Polen. Ja, das für 5439. Nee, ich hab's. Andere, nee, ich habe einen Lüftungsschacht für 5,6 oder einen Vorratstank für 5,6. Oh, nee, aber nicht nach Polen, aber können wir ruhig machen. Polen ist eine ordentliche Strecke, würde ich sagen. Ne? Ja, geht. Dann nehmen wir das mit Erbsen, ich nehme die Erbsen und so, okay, 5400, wenn ich wieder irgendwo hinkrache. Ich nehme Bagger. Du nimmst einen Bagger nach Polen. Oh. Was hupt denn hier? Da mal auf hier zu hupen. Ja, weil der steht halt echt da volle Möhre im Weg, ey. So lange kann man doch gar nicht nach dem Auftrag gucken, wie der. Echt. Ach, das war ja noch falsch. Passi Paddy. So, wo gerade einfach rausgekloppt hier, ey. Oh, der hat sein Gelblicht an, da kriegst du. Ja. Hey, Tomcat, da bist du ja. Hey. Hä? Ich fahr jetzt noch gegen das. Also, Alter, oh, hier ist ja rot. Oh. Wieso gehen denn jetzt plötzlich die Ampeln? Die gingen doch gerade eben auch nicht. Wo stehst du denn? Ah, da oben stehst du. Oh. Ja, ich hol meinen Bagger ab. Hier, ja, ist alles gut. Die Frage ist, wer hier mal so hupt, Alter. Das ist ja übel.
Ich fahre jetzt auch meine Erbsen holen. Wir sehen uns auf der Autobahn, mein Freund. Ja, Mann. So, wo ist der Bagger? Hier ist der Bagger. Oh. Au, das hat nicht geklappt. Hast du den Bagger jetzt quasi in den Führerhaus rein geschoben, oder? Nee, ich habe die Einfahrt noch nicht mal getroffen. Da dran ist schon gescheitert. So, nehmen den hier. Auftrag annehmen. Na kommt, Jungs, hier, das hier. Normale Verkehrsordnung und so, ihr wisst doch. Oh, jetzt hätte ich beinahe den Auflieger. Boah, ist der knapp gewesen, Alter. Oh. Ich habe auch gerade im Auflieger fast eine mitgegeben. Ja? Das ist lustig, wenn ihr dann nicht wisst, dass sie rechts vor links ist. Ein Geschenk, das ist ja mal gut. So, was war das gewesen? Berlin-Polski. Annehmen. Ja. So, dann. So, dann schießen wir mal los hier. Aus der Einfahrt raus. Will der hier rein? Ne, Gott sei Dank. Ja, du kannst den Anleger bitte mal. Bin da jetzt da? Was ist der Geruch hier? Oh ne. Was mache ich denn hier? Hä? Kriegen die noch die ja nicht. Keiner. Oh, vielleicht nicht ganz so zackig und hochfahren. Das ist auch nicht ganz, ganz korrekt, wa? Würde ich sagen, oder? Was? Ganz so akkurat wuchst du jetzt nicht hier. Ja, du musst schon genau unter deinen Auflieger fahren. Ich bin ja durchgefahren durch den Auflieger. Ja, dann bist du zu weit hinten. Die andere guckt schon komisch. Bin der Meinung, dass ich jetzt. Siehst du, der hat ihn auch gekriegt. Ja. Man kann ihn auch so kriegen. Also, ach, das war nicht meiner. Das sagt mir das doch. Nein, ich immer, Mann, du sollst nicht mal Gas geben, Alter. Ich stehe hier an der roten Ampel. Ich hab auch. Oh, grün. Mann, du koppel doch das Ding mal an, Alter. Jetzt, na Mann, das war jetzt ein Krampf hier. So. Dann macht denn er hier einfach rückwärts auf die Straße fahren? So, dann geht's auch los. Ich fahr jetzt in Richtung Autobahn. Okay, oder? Ja. Ja, ich fahr auch. Treffen uns in einem Polen. Ja, super. Einfach mal auf die Straße stellen und rumblinken kann man eine gute Idee. Berliner Verhältnis halt so. Oder einfach hochfahren ist noch viel besser. So. Ich bin auf dem Weg raus aus der Stadt. Das ist super. Ich bin jetzt glaube ich hoch. Also ich bemisse ja gleich hier die Autobahn. Ich bin dahin, von da aus gestartet, jetzt wo wir reingefahren sind. Also, wo ich drin gefahren bin. Achso, okay. Ja, dann sehen wir uns ja gleich auf der Autobahn. Ja. Bevor ich da erstmal dann irgendwo rangesammelt bin. Ah, es wird Tag, Alter, cool. Ist ja mal schön. Kann ich grad Fernlicht ausmachen. Oh, und ich fahr auch gleich in die Wiese. Ich bin jetzt mal schön meine Möhre rot gefahren. So, Alboss kommt gerade an hier, dick mit. Da bist ja. Ach, du bist hinter mir. Genau, eine coole Hupe ist da. Sag mal, ein grünes, ja, ich kicke mich gerade um. Grün? Und fahr vorwärts, bitte. Ich soll rückwärts fahren, ja, warte. Boah, meine Güte, fährst du langsam.
Ja, na klar, Alter, ich hab die Schneeverwehung mit drin. Ich hab mit der Maus arbeitet. Ich bin auch noch nicht so ein Profi wie ihr, Mensch. Wo fahren wir eigentlich lang? Nach Polski. Ja, ohne Blinken. Richtig. Ich hab nicht geblinkt. Ja, das sag ich doch. Ohne Blinken. Da muss ich doch nicht. Natürlich, hast du die Spur gewechselt. Hab die Spur gewechselt? Echt? Das ist vom Schnee verweht, hab ich gesehen. Ach so. Dann sind wir uns auch hoch ab bei solchen Sachen hier. Blinkt außer uns eigentlich überhaupt irgendjemand hier? Ja, ja. Die Erbsen, die ich drin habe, das ist, die wiegen ganz schön schwer, würde ich sagen. So wie er sich hier hochgebiert gerade. Tonnen schwer. Müssen wir ab hier, ja. Ja. Machen wir mal nicht zu schnell hier. Wie gesagt, ich hab auch gerade mal runtergebremst eine Runde. Mit 60 heatet. Wenn das uns ja aus der Kurve haut. Ja. Oh, wieso los? Na, ich will ja nicht hinten reinfahren. Na, hast du nicht. Ich hab gerade gesehen, dass du noch Abstand gehabt. So, jetzt rechts vorbei hier, komm. Genau, also rechts überholen ist mal gut. Ich mach dir Platz auf der linken Seite. Ich komme eigentlich aus Berlin ursprünglich, da ist ja normal. Blinken und rüberfahren. Blinken natürlich, kennst du was? Warst du schon mal in Berlin? Da ist Standard. So, wir müssen schon wieder abbiegen. Da wird mal geblinkt und wenn sie an den Blinker sitzen, ist es eigentlich schon in der Spur drin. Ja, aber er hat geblinkt, also da kann man ja nicht mal was sagen. Ah ja, hier kann man durchziehen mit 80. Die Kurve? Ja. Naja, ich hab gerade 10.000 Euro quasi bezahlt. Für Reparaturen, ich bin vorsichtig gerade. So, weil ich keine Sperre mehr. Bist du gerade überholen, ja? Alter, geh mal fest nach Polen schon, dass es hier nicht mehr geräumt. Ah. 87. Komm. 89. Ja. 90. Wir bauen noch.